Guten Morgen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ja, von My Time at Portia. So, ich habe ein bisschen gefarmt und gemacht und getan und ganz theoretisch müsste ich jetzt eigentlich so weit sein. Nee, den Transporter wollen wir nicht, wir wollen die Haltestelle bauen. Zwei Bronzeplatten brauchen wir dafür. Bronzerohr, Faserstoff und Hartholzdielen. Sehr schön. Dann nehmen wir diese einmal und dann müssen wir ja noch eine bauen. Und dann geht der ganze Spaß von vorne los. Platzieren, Bronzerohre oder Röhren. Und da packen wir auch nochmal Bronzeplatten hin. Wunderprächtig. So, damit haben wir schon wieder ein Level abgeschafft. Das ist doch wunderbar. Und dann würde ich sagen, schnappen wir uns mal unsere Bushaltestellen. Oh, da ist eine Aufgabe. Oh Mann. Wollen wir mal gucken, was die Aufgabe uns sagt? Vielleicht ist das ja irgendwas. Oh Mann. Wo ist denn hier eine Aufgabe? Wer hat denn hier eine? Ah, hier, Django. Moin! Django-Schwert. Mein Übungsschwert ist ziemlich abgenutzt und ich brauche ein neues für meine Morgenübungen. Wie wär's? Ja, kommt drauf an, was du haben willst. Ein Bronzeschwert. Ja, das kriegen wir, glaube ich, hin. Dann können wir das ja vielleicht... Schon wieder Bronze. Dann können wir das ja vielleicht mal nebenher produzieren. Bronzeschwert. Dafür braucht man ein normales Schwert, 5 Bronzebarren und ein Verbesserungsset. Okay. Das kriegen wir ja vielleicht hin. Fertigen. 1 Hammer und 5 Bronzebarren. Ne? Die können wir ja mal nebenbei hier laufen lassen. Bronzebarren. Fertigen. Machen wir mal 3. Und vielleicht 2. So, dann tanken wir hier nebenbei mal auf bei denen. Und hier auch. Wunderbar. So, haben wir das also erledigt. Wir werden uns denn jetzt mal Richtung Haltestellen bewegen. Warte mal, da können wir doch mal hier gleich... Hallo? Ich würde das gerne mal aufsammeln. Gleich mal Richtung Hafen begeben. Warum auch immer man da so ein Bushaltestellchen braucht. Oder TÜV-TÜV-Haltestellchen. Das kann ich natürlich nicht sagen. Aber was für die Leute ja nicht. Was bist du denn, mysteriöser Mann? Moin, ho, ho, ein weiterer treuer Kunde ist aufgetaucht. Ich werde der mysteriöse Händler genannt. Stets eine Freude. Was hast du denn Schönes? Oh, guck mal hier. Kleiner Motor. 5 so eine Teile. Hm, die habe ich gerade nicht dabei. Dann könnte ich nämlich noch so ein TÜV-TÜV bauen. Oha, oha. Was haben wir denn hier Schönes? Was bist du denn? Kleiner Blumenständer. Nun ja, schön, schön. Gut, ich wollte aber sagen, was ist denn hier eigentlich mit dem Bus? Aha. Ja, dann lassen wir uns doch mal mit dem Bus ein bisschen durch die Gegend kutschen, oder? Das geht doch durchaus auch. So, danke. Darf ich jetzt aussteigen? Aha, einfach aufstehen. Okay. Das ist doch mal nett, oder? So, dann platzieren wir mal hier eine. Was bist du hier? Aufsammeln. Sehr gut. Muschel und Sand. Wo fährt der jetzt hin? Hätten wir da vielleicht mal sitzen bleiben sollen? Hallo? Das werden wir auch mal machen. Wir werden einfach mal eine Runde mit dem Bus fahren, oder? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Gut, ich hatte ja gehofft, der fährt jetzt noch zurück. Dass ich ja meine Haltestelle nicht ganz so weit durch die Botanik schleppen muss. Ja, das mit dem Fischen hat immer noch nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber nun ja, so ist das eben. Ich hatte ja gehofft, dass man diese Fische vielleicht auch durch andere Sachen kriegt. Wenn man hier so eine Krabbe
So ein Schneckner hier. Hier, guck mal. Probieren wir doch einfach mal. Was kriegen wir denn eigentlich durch den? Fleisch, Muschel und Schleim. Okay. Mehr auch nicht. Okay. Hätte ja sein können, dass wir da ein paar schöne Sachen kriegen. Wieso sind da eigentlich Krabben? Da kommst du doch ja nicht hin, oder? Oder ist hier das Wasser nicht so tief? Nee, kommst sofort wieder zurück an den Strand. Alles klar. Müssen wir uns wohl ein Boot basteln. Oh, hier. Die Brüder sind am Grillen. Moin. Ist ja süß. So, dann packen wir hier noch eine TÜV-TÜV-Haltestelle hin. Und dann sind wir durch. Sehr schön, Toddy. So, dann würde ich sagen, fahren wir doch mal hier. Lassen wir uns doch glatt mal fahren. Ja, wenn wir es schon gebaut haben. Danke. Ach, gucke, das ging doch viel, viel schneller. Ein Träumchen. So, wo müssen wir hin? Zu The Burgermeister. Ja, dann machen wir das mal. Oh, bei Isaac könnten wir auch mal gucken, ob denen seine Sachen platziert wurden, ne? So, Gail. Oh, hast du schon die TÜV-TÜV-Haltestellen aufgestellt? Sehr effizient. Hier ist dein Lohn. Mit den neuen TÜV-TÜV-Haltestellen sollte die Fortbewegung in dieser Gegend viel bequemer sein. Na, das ist doch was. Das finde ich doch mal eine ganz nette Geschichte. Jetzt konnte ich gar nicht gucken, was ich dafür gekriegt habe. Naja, kann ich, sehe ich ja sicherlich im Nachhinein. Na, allzu viel offensichtlich nicht. Na, Antoine, wo geht's denn so früh hin? Okay, jetzt habe ich mich selbst aus dem Konzept gebracht. So, Bronzeschwert wollten wir fertig machen. Mal gucken, ob wir da schon was bekommen haben für. Und hier vor allem, ne? Wie sieht's aus? 7 Minuten, 18 Minuten. Juti. Na, da können wir noch nichts draus machen. Da müssen wir noch ein bisschen warten. 5 Stunden und ein paar zerquetschte. Ja, was wollte ich denn jetzt machen? Ach so. Das nächste TÜV-TÜV bauen. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich da jetzt noch so ein TÜV-TÜV baue? Was kriege ich dafür? Wofür ist das da? Ich würde sagen, wir machen es einfach mal. Gummireifen, kleiner Motor, Einzelsitz. Und da geht es schon wieder los. 5 Glas, ne? Das machen wir mal zuerst. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. So, den kleinen Motor, den hatten wir, glaube ich, hier hingepackt. Den habe ich nämlich noch. Sehr gut, mein Inventar ist voll. Na, das ist ja ein Traum. So, dann packen wir mal hier so überall so Holzkrams weg und so. Ne? Na, so ist das halt. So, der Motor kommt hier hin. So, haben wir. Oh Mann. Glas aber schon am Machen. Faserstoff 6-mal. Habe ich noch welchen? Ich glaube nicht. So, dann produzieren wir doch mal welchen. Fertigen. Oh, ich kann höchstens 2 machen. Oh, abgenutztes Fell. Ist hier tatsächlich keins mehr drin? Na sowas. Das ist frech. Naja, dann wissen wir ja hier. Fortgeschrittenes Übungsschwert. Vielleicht sollte ich mir auch mal so ein Bronzeschwert machen, ne? Könnte man ja mal machen. So. Das tut mir jetzt sehr leid. Wir müssen etwas grinden. So, hier gleich alle hintereinander weg. Und du auch noch. Ja. Tut mir leid. Ich bin eigentlich sehr friedfertig. Aber ich habe keine Wahl. Ich muss leider so Dinge machen. Ah, da ist wieder eins. Ja, moin. Oh, das war wohl ein kritischer Treffer. Da sind nochmal welche. Mein Inventar ist voll. Ich hoffe, dass ich das Leder mitnehmen kann. Ja, sieht jedenfalls so aus, ne?
ausgenutztes Leder. Ja, ist da oben. Das ist gut. Bronzeschwert fertigen. Naja. Was man nicht so alles braucht, ne? So, haben wir dieses. Und dann würde ich sagen, packen wir mal Leder, hier so ein Stoffi. Was haben wir denn hier noch? So eine Seile haben wir gekriegt. Hier, dieses. Ach. Oh, warte mal. Die Kokons wollte ich doch hier reinpacken. So, dann machen wir mal fortgeschrittenes, warte mal, Übungsschwert, noch ein Bronzebarren. Oh mein Gott, da fehlt noch einer, ne? Da reicht aber noch das Holz, ne? So, und dann brauchen wir noch so ein Werkzeug-Set. Bronzeschwert, was habe ich denn? Ich habe dieses hier, ne? Dann könnten wir doch mal gucken, dass wir vielleicht zwei so eine Verbesserungssets kriegen. Da könnte ich mir so ein Bronzeschwert auch mal machen. Meine Güte. Müssen wir nochmal schnell durch die Stadt laufen. Ich weiß jetzt nicht, ob das was gebracht hätte, mich dorthin fahren zu lassen. Man weiß es nicht. Man weiß es immer nicht so. So. Tag. So. Ich hätte gern sowas. Warte mal. Kaufen. Zwei Stück. Ja. Das brauche ich. Dankeschön. Und dann gehen wir zurück. Und dann müssen wir nochmal fünf Dingers machen, ne? Damit ich auch so ein Bronzeschwert kriege. Soll aber gucken, wie viel Schaden das macht. Da habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Konnte ich das vorher machen schon? Oh Mann. Ja, ja. Das Leben ist nicht so leicht. So. Ausroden. Nee, braucht noch. Er braucht noch. Gott, jetzt hätte ich ja schon wieder fast einen Fehler gemacht. So. Bronzebarren. Fertigen. 1, 2, 3, 4, 5. Auftanken. Wunderbar. Das haben wir erledigt. Und jetzt wollte ich doch mal den Vergleich starten. Ich habe ein fortgeschrittenes Angriff plus 30. Vielleicht sollte ich meinen Arbeitstisch auch mal verbessern, wa? 30, 50, 45. Ja, hallo. Fortgeschrittenes Bronzeschwert. Ah, da brauche ich dann den Arbeitstisch Level 2. Stachelbewehrtes Übungsschwert? Um Gottes Willen. Bronzeschwert, okay. Dann werden wir uns das auf jeden Fall auch mal machen. Komm, jetzt mal hier fertig werden. Dankeschön. So, wir brauchen noch 4 Faserstoff. Erstmal tanken wir hier auf. Fertigen. Jawohl. Na, für unser TÜV-TÜV. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gummireifen, was waren dafür eigentlich? Da brauchen wir auch Bronzebarren für, ne? Ich sehe schon, das wird hier wieder ausarten. Vor allem ist es die Frage, was mache ich damit? Also, ne? Ich glaube, ich brauche ja nur eins. Naja. Nun komm, 8 Minuten. Das kriegen wir doch hin. So, fertigen. Es geht gleich weiter mit Bronzebarren. Komm, wir machen mal 10. Da brauchen wir eh ganz viele von. Bronzeschwert. Fertigen, ja. Und dann gucken wir mal, ob wir ihn noch auftreiben. Ich meine, 19.19 Uhr, da könnte man ja noch auffindbar sein, ne? Das ist doch bestimmt hier in seinem Kneipchen drin. Oh, 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 oh. Okay, was gibt's denn hier? Die Tafelrunde. Porzellanteller. Ui. Shit. So, da ist es. Bitteschön. Das erinnert mich an meine Jugend, als ich mein erstes Schwert bekam. Gute Arbeit, gut ausbalanciert. Ja, gern geschehen.
So, werde ich mir natürlich auch so eins bauen, ne? Das ist ja völlig klar. Oh je, oh je, oh je. Das ist doch mal eine nette Geschichte. Gut, dann würde ich aber sagen, mit 15 Minuten sind wir schon gut durch. Wir haben unsere Haltestellen erledigt. Wir haben Django ein neues, ja. Hey, sei mal nett zu mir. Wir haben Django ein neues Schwert gebastelt, ne? Und waren doch damit, Gottes Willen, ziemlich erfolgreich. Ihr Lieben, ich komme zum Ende. Ich bedanke mich bei euch wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei gewesen sein. Ich wünsche euch einen traumhaft schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Horido!